Dieser Film wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken in Bad Hersfeld. Die Sommertouren von Landrat Dr. Karl-Ernst Schmidt waren auch in 2012 wieder richtige Magneten. Rund 80 Gäste begleiteten unseren Landrat auf seiner Tour durch die Stadt Bad Hersfeld. Als erster Anlaufpunkt war das neue Parkhaus im Schilde-Areal. Der Hersfelder Architekt Dobritz stellte das mit natürlich belassenen Lärchenholzlamellen verkleidete Parkareal vor. Mit dabei der Bürgermeister der Stadt Bad Hersfeld, Thomas Fehling. Vom Parkhaus aus gesehen und ein paar Schritte weiter steht die umgebaute und vollständig renovierte Schildehalle. Bürgermeister Thomas Fehling zeigte und erklärte den Gästen die neue Veranstaltungshalle mit ihrem industriellen Charme und dem außergewöhnlichen Ambiente. Seit 2012 stehen die Räumlichkeiten des eindrucksvollen Industriedenkmals für Veranstaltungen zur Verfügung. Nach einer kurzen Stärkung ging es ins Nachbargebäude, wo die Außenstelle der Technischen Hochschule Mittelhessen untergebracht ist. Professor Fabian Thion erklärte und zeigte den Besuchern die renovierten und modern eingerichteten Räumlichkeiten. Immer wieder eindrucksvoll der Besuch im Wortreich. Christian Meyer und Ute Simon führten durch die Sonderausstellung Liebesleben und dem eigentlichen Wortreich mit vielen spielerischen Möglichkeiten. Ein Stock höher in der Sonderausstellung Liebesleben konnten die Gäste dem Verliebtsein und der Liebe auf den Grund gehen. Aber Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul? Damit ich dich besser fassen kann. Nach so vielen geistigen Eindrücken knurrte so manchem der Magen. Ist doch das Motto im Konrads-Bistro Tischlein deck dich, so einfach geht's nicht. Heute war Selbstbedienung angesagt. Quasi unter Palmen erholen, bei dem Gedanken, dass gleich der Fahrzeugprüfer vom TÜV kommt und so mancher immer noch nicht seine Pappe erhalten hat, da kann es schon sein, dass einem nicht gerade nach Urlaub zumute ist. Da, wo man eben alle 2 Jahre sein heiligst Blechle vorbeibringen muss, war der Besuch diesmal deutlich entspannter. Schließlich musste keiner der Besucher zum TÜV. Der modern und nach dem neuesten Stand der Technik eingerichtete Technische Überwachungsverein ist ein weiteres Highlight der Sommertour 2012. Die neue Zulassungsstelle und der Technische Überwachungsverein sind seit dem Frühjahr im Industriegebiet in einem neuen Gebäude untergebracht. Wer erinnert sich schon gern an die Schule zurück? Aber oben auf dem Berg, also oberhalb der Stadt Bad Hersfeld, gibt es eine neue Mensa, ein Audimax. Und das war ebenfalls einen Besuch wert. Schulleiter Backhaus und sein Team waren extra aus den Ferien geeilt, um das neue, vor kurzem eingeweihte Gebäude vorzustellen. Modern und zweckmäßig musste es sein und für die noch vorgesehenen Veranstaltungen genügen. In der Zwischenzeit klagten einige über ihre Füße, aber das hängt nur damit zusammen, dass sie es nicht mehr gewohnt sind, dass viele gehen und stehen. Den Abschluss bildete ein Besuch der Firma Grenzebach, wo die Gäste von Dr. Habichhorst zur Besichtigung empfangen und vom Fertigungsleiter Nennstiel durch die Produktion geführt wurden. Grenzebach BSH GmbH ist eines der führenden Unternehmen, das Systemkomponenten und Industrieanlagen weltweit an Kunden liefert. Wir hatten die Gelegenheit, mit der Landrat Schmidt ein kurzes Interview zu führen. Wir waren heute bei Studium Plus, also die Möglichkeit, hier in Bad Hersfeld ein Hochschulstudium zu absolvieren, in einem zunehmend breiter werdenden Bereich. Wir haben Kontakte zwischen Unternehmen und Abschlussschülern, egal ob es beim mittleren Bildungsabschluss oder im Bereich derjenigen ist, die Abitur machen, hergestellt. Und wir sorgen damit dafür, dass wir auch das Bewusstsein für die Region bei jungen Menschen verändern. Nämlich viele gehen von hier weg zum Studium, studieren und kommen nicht zurück, weil sie denken, hier keinen Arbeitsplatz zu bekommen. Die Firma Grenzebach ist eines von vielen
Unternehmen, die das widerlegt. Besonders beeindruckt hat mich zum einen das, was wir in dem Gesamtkonzept der Schildeparkes gesehen haben. Ich denke, das ist ein großer Schritt nach vorn für die Stadt Bad Hersfeld, für die Menschen in Bad Hersfeld, aber auch für diejenigen, die Bad Hersfeld und den Landkreis Hersfeld-Rotenburg besuchen wollen. Da ist was entstanden, was wirklich die Region, die Stadt und die Region bereichert. Ich habe die herzliche Bitte, dass die Menschen das so auch wahrnehmen und nach außen tragen. Denn es kommt niemand in eine Region, wo man sagt, naja, hier geht's so. Man muss sagen, hier ist es gut, hier kann man gut leben, hier kann man gut arbeiten. Und das ist mein Wunsch eigentlich für die Zukunft, dass das doch von den Menschen, die hier sehr bescheiden sind, aber doch mehr gelebt und nach außen getragen wird. Dieser Film wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken in Bad Hersfeld.